Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Sword Art Online. In der letzten Episode haben wir den Boss von Nibelheim besiegt, von der dunklen Welt. Und nun, nachdem wir ihn besiegt haben, ist hinter ihm ein Dungeon aufgetaucht im mittleren Turm, was wir natürlich erkunden wollen, diese Episode. Denn Shamrock, die Ekelhaften, waren schon vor uns hier, beziehungsweise sie haben den Boss vor uns besiegt. Und ich vermute mal, sie sind auch vor uns hier gewesen in diesem Dungeon. Und wir versuchen, auf sie aufzuschließen. Denn wir sind die Besten in diesem Spiel. Wir verbringen 20 Stunden mindestens am Tag hier. Und dann können wir uns das natürlich nicht erlauben, dass es eine Gilde gibt, dass es irgendwelche Leute gibt, die besser sind als wir. Und ich sehe gerade, ich bin echt extrem nice durchgebufft. Wir haben hier 4 Buffs auf uns. Keine Ahnung, was sich die Guten gerade denken, dass sie uns hier so durchbuffen. Aber, naja. Kostet ja nix. Oh nein, Roboter. Muss das sein? Da muss ich echt mein ganzes Mana für einsetzen, für die Roboter. Sonst dauert es Jahre. Komm schon, stirb. Alter, der letzte Fitzel will einfach nicht weggehen. So, wir sind jetzt hier rumgegangen. Ich vermute mal, dass wir hier eine Runde laufen müssen. Alle Schalterchen benutzen und dann wird sich die untere Tür öffnen. Oh, meine Lieblingsgegner. Level 510. Alter, die sind ja höher als der Boss draußen, fällt mir gerade auf. Den wir in der letzten Episode besiegt haben. Da war ja Level 500. Ich weiß gar nicht, welches Level sind wir? Sind wir überhaupt schon Level 400? Ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Mal drauf achten. Brain hat ja auf jeden Fall Level 366, dann sind wir auf jeden Fall leicht über ihr, aber auf jeden Fall noch nicht 400. Die Tür öffnet sich. Sehr schön. Werden wir da durchgehen und dann ein Schalterchen ziehen. Schon, Hebelchen. Okay, okay, wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Ich hätte gedacht, dass man hier vielleicht auch durchkommen würde, aber das macht nichts. Machen wir das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Wenn jetzt hier der große Krepeltyp aber spawnt, werde ich den nicht nochmal bekämpfen. Den Roboter, okay. Die nehmen wir mit. Oh, komm, ey. Die haben auch, glaube ich, nur einen HP-Debuff. Er ist, wie gesagt, nicht ganz so ekelhaft wie der... Also ein HP-Gift. Kein MP-Gift. Das heilt Asna einfach weg. Rain, du merkst schon, dass du nicht triffst, oder? Ist da am Rumkloppen wie eine Irre? Asna hat Passiv-Skills erlernt, ganz viele. Stimmt, das wollte ich auch nochmal gerade gucken. Hier bei den Skills. Und zwar hier... Da haben wir neue, oder? Wir haben den Sturmschlitzer, finale Revolution, Zyklus Ansturm. Skill Level 384. Alter. Spekula-Kreuz, ja, das habe ich immer noch nicht so ganz benutzt. Aber hier haben wir neue Skills. Nee, warte mal, das sind für Doppelklingen. Ich muss bei Einhandschwert gucken. Nee, Doppelklingen. Haben wir doch. Sturmschützer, finale Revolution, Spekular Kreuz und Zygnus-Ansturm haben wir ausgerüstet. Und Sternstrom und Eclipse haben wir aber noch nicht ausgerüstet. Ein Schwertskill, der eine blitzschnelle 16-Treffer-Kombo entfesselt. Die Kraft erhöht sich durch das Erhöhen des Skill-Levels. Cool, das rüsten wir natürlich alles direkt aus. Und dann haben wir noch hier Eclipse. Ein mächtiger Doppelklingenschwertskill. Du schießt auf und entfesselst eine 27-Treffer-Kombo. Alter Schwede. Kostet aber auch 2000 MP. Der Zygnus-Ansturm kostet 800 und das finde ich schon echt viel. Aber die werden wir natürlich gleich direkt mal ausprobieren. Die beiden Skills. Oh Gott, ich merke schon. Mein Mana. Ich brauche auf jeden Fall mehr Mana. Um Mana zu erhöhen, braucht man Level-Ups, oder? So, ich mach mal hier... Was machen wir denn?
27 Treffer-Kombo, oder? Machen wir mal hier bei dir. Bam, 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 bam. Alter, der rastet ja richtig aus. Wow. Auf jeden Fall nicht schlecht, der Skill, aber der zieht doch wirklich fast die ganze Leiste weg. So, dann machen wir mal den anderen. Der war hier auf der Taste. Das wäre jetzt 17 Treffer-Kombo. Wow. Geil. Geil. Einfach geil. Also das macht jetzt, das macht schon Spaß, wenn man dann so neue Skills wieder bekommt und die dann auch richtig geil anzusehen sind. Mal so eine richtig geile Treffer-Kombo. Vor allen Dingen gegen die harten Gegner ist das bestimmt lustig. Komm schon, ich mach euch alle weg jetzt. Ich mach euch jetzt alle weg, Junge. Oh, ich mach einfach gar nichts, weil er einfach dumm rumsteht. Okay. Eben hat er sich bewegt zwischen den Zielen hin und her. Deswegen dachte ich, er würde vielleicht automatisch so wechseln. Okay, dann ist es auf jeden Fall nur eine gute Idee, die Skills zu benutzen, wenn man auch wirklich den Gegner fest vor sich hat und irgendwie fixiert hat, weil ansonsten gehen von den 27 Treffern 28 daneben. So. Da leuchtet noch was. Ach, da kommen wir nicht hin. Was ist hier los? Die Gegner werden immer stärker. Ja, aber damit war im letzten Gebiet auch zu rechnen. So muss ich das betonen. Geht es allen gut? Ja, eigentlich schon. Die Gegner sind hier recht schwer, aber ihr habt auch einiges drauf. Das gilt auch für dich, Rain. Nein, nein, so stark bin ich nicht. Ich verlasse mich auf dich. Ich auch, Rain. Wir brauchen deine Hilfe, wenn wir dieses Gebiet schaffen wollen. Ja, ich weiß. Danke, Kirito. Okay, wird hier nochmal Motivation zugesprochen, Mut zugesprochen. Nochmal die Gruppe motiviert, dass jeder Einzelne wichtig ist, obwohl es eigentlich gelogen ist, denn nur wir sind wichtig. Und vielleicht Asna. Aber wir würden es auch ohne Asna schaffen, ganz alleine. Das ist die Wahrheit. Leider. Ich habe auch schon ewig die Post nicht mehr geöffnet, sehe ich gerade. Oder... Komm schon, ihr Kackspackos. Boah, geil, Alter. Geil. Wie er da zwischen den drei Gegnern hin und her switcht und seine 27 Treffer-Kombo verteilt. Wuhu. Coole Nummer. Geht's jetzt hier direkt zum Boss? Dieser Raum ist irgendwie komisch. Das könnte ein Bossraum sein, was denkst du? Natürlich kämpfen. Gehen wir weiter. Okay, weitergehen. Okay, sind alle tot. Was ist das? Das ist ja schrecklich. Alle Leute, die hier im Kampf gefallen sind und zu Restlichtern wurden. Sie stammen aus dem Fanclub von Seven. Einige haben noch ein paar LP, aber die werden sie bald verloren haben. Geht es dir gut? Ich werde ein wenig Heilmagie anwenden. Asna, es ist offenbar zu spät, ihnen noch zu helfen. Wir werden Seven helfen, den letzten Dungeon für Seven erkunden. Liebt ihr alle Seven so sehr? Aber ja, sie ist unsere Göttin. Wir würden alles tun. Okay, dann stirb für sie, du Idiot. Da drüben werden immer mehr Leute zu Restlichtern. Was für ein Gegner könnte eine derart schreckliche Zerstörung bewirken? Wenn sie so enden, haben sie nicht nur gegen einen mächtigen Gegner gekämpft, sondern gegen mehrere. Ja, aber das müssen ganz schön viele sein, wenn man bedenkt, wie viele Mitglieder der Fanclub und Shamrock haben. Dann kann nur eine Armee eine solche Zerstörung bewirkt haben. Aber würde das die Spielbalance denn nicht stören? Was sollen wir jetzt tun? Kehren wir um? Lass uns gehen, Kirito. Die besten Soldaten von Shamrock müssen vor uns sein. Ja. Was? Die hauen jetzt einfach wieder ab, oder was? Ich gehe weiter. Die Tür öffnet sich. Okay, da ist ein Drache drin, den wir nicht besiegen können. Scheinbar.
Der sieht jetzt ehrlich gesagt nicht so stark aus. Das ist der Boss. Ist es der, der Shamrock erledigt hat? Haben wir überhaupt eine Chance? Ich weiß nicht, ob er Shamrock besiegt, aber wir können erst weitergehen, wenn wir ihn bezwungen haben. Dann mal los. So ist es recht. Den haben wir doch nur erledigt. Oh, Leute. Das wird vielleicht der schwerste Kampf, den wir bis jetzt vor uns hatten. Sogar Shamrock hat es nicht geschafft. Oder zumindest der Fanclub hat es nicht geschafft. Was Shamrock angeht, bin ich mir nicht sicher. 520 Lindwurm, okay. Hier kommen direkt die Krepelviecher. Und Combo. Bam, bam, bam. 17er Combo. Boah, was für ein Gemetzel. Ich habe nichts gesehen, aber es ist alles tot. Nice. Und jetzt bist du dran, Junge. Sobald er sich hinsetzt, werde ich ihn... Oha, er hat Asnak fast erledigt. Ich muss irgendwie die Aggro auf mich ziehen, ein bisschen. Komm schon. Alter, wie viel Schaden es macht. Obwohl, ich muss mal darauf achten, wie viel ich ihn mit meinem Special... Mit meinem Doppelschlag, wie viel Schaden ich ihm damit zufüge. Das sind ja, glaube ich, auch teilweise 8000 oder so. Da muss ich ja schon bestimmt 10 Mal für treffen. So, ich check das mal schnell. Wie viel macht der? Komm schon, jetzt... Das ist wieder so ein Krepelgegner, der sich mit dem Rücken dauernd zu einem dreht. Komm schon, jetzt... Daneben. Oh, schon wieder daneben. Ah, okay. 1600 und 600. Also gar nicht so viel. Dann benutze ich wirklich lieber die Kombination aus Schlägen. Das scheint mehr Schaden zu machen. Bam, 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 bam. Junge, friss das. Oh, geil. Kirito rastet dann richtig aus. Richtig gut. Ist aber irgendwie viel cooler, so eine geile Combo zu fahren, als nur so zwei Schläge zu machen. Selbst wenn es vielleicht weniger Schaden macht, aber es ist irgendwie, hat irgendwie mehr Style. Und Combo. Bam, 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 bam. Na, teilweise macht er ja wirklich nur 160er Hits. Also nicht so viel. Aber egal. Ich fahre gleich mal die fette Combo. Die 27er Combo oder wie viel das war. Wenn er sich ein bisschen beruhigt hat. Wenn er wieder daneben geht, das wäre wirklich ärgerlich. Wow, 8000 dann aber doch. Okay, das macht schon gut Schaden, wenn man ihn gut trifft. Ah, der macht schon gut Schaden, der Skill. Aber das könnte auch daran liegen, dass ich den schon so weit geskillt habe, ne? Weil ich den ja fast null benutze. So, ich mache jetzt mal die fette Combo. Da muss ich aber erstmal so ein bisschen beruhigen. So, jetzt. Nein, nein, er geht voll daneben. Oh Gott. Ah, seht ihr, deswegen ist es auch mies, so viele Punkte dann auszugeben für einen einzigen Skill. Wenn er da nicht sitzt, ist direkt alles los. Bei dem ist es nicht ganz so schlimm. Wenn der mal verfehlt, ja, dann ist es halt so. Bam, bam, schön auf den Kopf, Junge. Jetzt bräuchte ich die Combo, das wäre geil. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, Union aufzuladen. Und ihn dann vielleicht down zu bekommen. Dann werde ich auf jeden Fall die dicke Combo zünden, das wird ja richtig. Richtiges Festival wird das. Ich mach nochmal die kleine Combo.
schon nicht schlecht. Oh Gott, ich bin gestunt. Ey, wie kann er mich denn hinter sich fast treffen? Nein, daneben. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Skills freigeschaltet, die es im Spiel gibt. Also für die zwei einen Waffen zumindest. Wir kriegen ihn aber nicht mehr down, dass er durch die Knie geht. Ja, wie soll man denn da ausweichen? Kann man gar nicht ausweichen. Okay, heil mich mal, ihr Trottel. Mann, er soll nochmal zum Boden gehen. Ich will die fette Kombo zünden. Bam, 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 bam. Boah, das ist die dicke Kombo, Leute. Boah, die hat gesessen. Die hat richtig gesessen. Und besiegt. Und daran seid ihr alle gescheitert. Das war doch easy. Oh, es macht richtig Spaß jetzt mit der neuen, mit dem neuen Schwert-Kombo-Skill. Oh. Seven? Du hast es geschafft, Kirito. Und Asuna und Leafa auch. Und Rain. Unglaublich, ihr seid mit so wenigen so weit gekommen. Du hast mich warten lassen, Kirito. Was? Was redest du denn da? Und warum bringst du eine schwache Spielerin wie Seven hierher? Seven musste zu dieser Quest mitkommen. So einfach ist das. Es war so unheimlich, aber da das Experiment, das ich in ALO durchführe, dem Ende zugeht, musste ich herkommen. Ich sag euch, die hat irgendwelche Scheiße am Stecken. Experiment? Ende? Wir werden das Cloud Brain Realität werden lassen. Genau hier. Das Cloud Brain? Seven hat hier auf dich gewartet, um dir das zu erzählen. Das ist das Mindeste, was sie als Entschädigung tun konnte. Als Entschädigung? Ein paar ihrer Fans haben euch eine Questbelohnung geraubt, indem sie inakzeptable Methoden genutzt haben. Dieser Spielstil wird von Shamrock nicht geduldet. Da ist dies hier unsere Entschuldigung. Ihr habt euch hier einen super Moment ausgesucht, um ehrlich zu sein. Dabei wollt ihr nur eure Ehre schützen, was? Was werden wir bei dieser Entschädigung zu hören bekommen? Tja, wir haben es nicht wirklich verborgen und hatten es auch nicht vor, etwas Unrechtes zu tun. Ehrlich gesagt, werdet ihr uns auch ein bisschen helfen. Es ist immer gut, viele Helfer zu haben. Kannst du so etwas mitten auf einem Schlachtfeld wie diesem wirklich sagen? Du hast recht, diese Zone wurde bereits erobert. Können wir nächstes Mal wieder einsteigen? Wir können an diesem Punkt neu einsteigen, aber gleichzeitig auch andere Spieler. Oh, das ist okay. Schließlich gibt es ja auch keine anderen Spieler mehr, die einfach hierher kommen können. Zumindest keine, abgesehen von Shamrock und Kiritos Gruppe. Natürlich. Dann gehen wir wieder in Egils Shop. Da werde ich euch alles erzählen. Verstanden, wir gehen ebenfalls zurück. Kriege ich vielleicht noch Loot oder so, der hier rumliegt? Rain, ich wusste, dass... Rain wird... weiß auf jeden Fall irgendwas, glaube ich. Okay, hier geht's raus, denke ich mal. Wir haben den Boss besiegt, aber diese Tür geht nicht auf. Ich vermute, dass Seven und Tsumeragi wissen, warum das so ist. Ja, sie sagten schließlich, sie würden sich mit uns in Egils Laden treffen. Okay. Gut, dann muss ich wohl da zu Fuß hin. Ich dachte, hier gibt's vielleicht einen schnelleren Weg, aber hier hinten ist ja schon direkt der Ausgang. Ich sag euch, die hat irgendwelchen Dreck am Stecken. Seven, die ist komisch. Die macht irgendwas mit diesem Cloud Brain und so. Die hat irgendwie vor, Menschen zu kontrollieren oder sowas in der Art. So, dann fliegen wir mal schnell in die Stadt zu Egils Shop. Da hinten sind auch einige gestorben. Haben wir ja schon direkt beim ersten Mal gesehen, als wir hier nach Nibelheim gekommen sind.
Huch, was macht er so? Krass, ein großer Drache. Schnell weg hier. Gegen den kämpfen wir vielleicht ein andermal. Mal sehen. Aber jetzt nicht. Jetzt wollen wir wissen, was Sache ist. Wir wollen in Egils Laden und mit Seven sprechen. Denn ich vermute, sie hat uns etwas zu erzählen, was uns nicht gefallen wird. Oh, der Milchtee ist hier richtig lecker, nicht wahr? Wirklich? Danke. Als erstes muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich so viel Aufregung verursacht habe. Das war nicht richtig. Aber ich habe nicht vor, etwas Unrechtes zu tun. Ich möchte mit allen auskommen. Das hat sich nicht geändert. Ich kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass das, was Professor Akihiko Kayaba getan hat, falsch war. Er war ja, wie gesagt, der Erfinder von SAO und hat die ganzen Leute eingesperrt und die sind ja gestorben wegen ihm und sie konnten ja nicht mehr ausloggen. Seven begeht kein Verbrechen und sie betrügt auch niemanden. Einige ihrer Fans sind ein wenig zu weit gegangen. Wir übernehmen dafür die volle Verantwortung und entschuldigen uns. Sumeragi, kennst du Dr. Rainbow auch aus der realen Welt? Ja, er ist mein Forschungspartner. Er kam aus seiner Heimat Japan zu mir nach Amerika und ist jetzt mein Assistent. Kirito, kannst du und deine kleine Gruppe mich noch ein bisschen länger ertragen? Ich hätte gerne deine Hilfe bei dem, was ich vorhabe, falls es möglich ist. Zweifellos bei dem Cloud Brain. Was ist das überhaupt? Jetzt kommt's. Bisher habe ich mich auf die Spieler gewandt und Gruppen wie Shamrock und meinen Fanclub gegründet. Es gibt das noble menschliche Verlangen, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, eine Verbindung zwischen Herz und Seele. Diese soziale Denkweise kann neue Dimensionen der menschlichen Entschlossenheit erzeugen. Wir können mit einem Netzwerk eine völlig neue Kraft entwickeln und dieses Netzwerk ist das Cloud Brain. Mit einem Netzwerk? Wir werden die mathematischen Durchsatz der menschlichen Gehirne in einem Netzwerk und in der Cloud vereinen. Damit hätten wir ein System mit mehr Rechenkraft als jeder Computer und sogar Emotionen, der sogar Emotionen verarbeiten kann. Und du willst dieses Experiment durchführen, während ALO-Spieler sich den Weg durch Swat Alpha bahnen? Genau, du hast es doch selbst gesehen, als die Herzen und Gehirne all bei meinem Konzert verschmolzen sind. Das waren nicht nur Daten. Mein Fanclub wurde zu einem wunderbaren Stängel, aus dem eine einzige Blüte gewachsen ist. Und du wirst sehen, dass diese Blüte direkt vor deinen Augen aufgeht. Was hast du genau vor? Ich schätze, es ist vom Sicherheitsstandpunkt gesehen in ILO gar nicht möglich. Es ist momentan natürlich ziemlich schwer zu bewerkstelligen. Als Seven, das Idol, plane ich Spieler zu ihrem gemeinsamen Ziel, die schweren Quests zu schaffen, zu vereinen. Sie sollen psychologisch eins werden, ihre Herzen und Gehirne sollen verschmelzen. Das ist wahre Datenanalyse. Datenanalyse? Der große Unterschied zwischen bisherigen Netzwerkspielen und VR-MMOs ist das sofortige Ausblenden von Emotionen. Nerf Gear und Emusphere erhalten sehr gute Systeme zur Emotionserkennung, die nahezu sofort reagieren. Die Emotionen sind in einzelnen Graphen dargestellt, für ungeübte Augen nur wunderschöne geometrische Kunstwerke. Wir analysieren die Statistiken, wie eng die Gehirne verbunden sind und inwiefern sie dieselbe Form annehmen. Wir können Intelligenz nicht teilen, andere Menschen kontrollieren oder etwas ähnliches Futuristisches tun. Das Cloud Brain ist gewissermaßen eine riesige Schwarmintelligenz. Wenn dieses Experiment klappt, werden wir als Kollektiv mit einem emotionalen Zentrum Entscheidungen treffen können. Das ist mein Experiment. Die Datensammelphase ist abgeschlossen. Jetzt müssen Shamrock und der Fanclub nur noch zum letzten Kampf antreten. Sevens Banner folgen, den Endboss besiegen und eine höhere Dimension spiritueller Verbundenheit erschaffen. Dank ihr wird es Realität werden. Wer weiß davon? Von allen bei ALO angemeldeten Spielern nur Sumeragi und ich. Was sagst du dazu, Kirito? Wirst du mir helfen? Ihr seid nur sehr wenige, aber dennoch mächtig genug, um auf einer Stufe mit uns zu kämpfen. Helft ihr uns dabei, die Möglichkeiten dieses Netzwerks zu erforschen? Kirito. Großer Bruder. Meine Antwort lautet nein. Was? Warum? Wir tun doch nichts Böses. Aus drei Gründen. Erstens, weil ich ein Spieler bin. Du möchtest ein reines, vernetztes Bewusstsein erschaffen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Dieses Cloud Brain interessiert mich zugegebenermaßen, aber ich möchte wissen, wohin dich deine Forschung führt. Aber letzten Endes kann ich dir nicht helfen.
Wenn du mit Shamrock und meinem Fanclub zusammenarbeitest, wäre diese Quest ein Kinderspiel. Wir wären schnell fertig. Aber es geht hier nicht nur um die Quest. Bei einem VR-MMO macht es Spaß, mit Freunden zusammen zu sein, die im letzten Dungeon mit dir ihr Leben riskieren. Bis jetzt konnten wir die Spiele noch nicht mit jeder Phase unseres Wesens genießen. Genau aus diesem Grund wollen wir ALO nur nach unseren eigenen Regeln spielen. Wenn wir Shamrock beitreten und gewinnen, wäre das zwar durchaus nett, aber das ist nicht die Art von Spaß, die ich suche. Ich möchte mich verbessern und mich richtig anstrengen müssen. Ich möchte spüren, dass ich ganz alleine etwas erreicht habe. Kirito. Darum kann ich eure Gilde nicht beitreten. Eigentlich möchte ich nur zusammen mit meinen Freunden und den Skills, die wir haben, die Quest schaffen. Ist es nicht das, was alle Spieler wollen? Wir werden die Quest alleine angehen, selbst wenn es bedeutet, dass wir dein kleines Experiment scheitern lassen. Okay, und dein zweiter Grund ist? Seven, du bist in ALO ein sehr beliebtes Idol. Ich habe mir deine Songs angehört und finde sie wirklich super. Aber sie wurden alle geschrieben, um das Cloud Brain zu erschaffen, nicht wahr? Ja, das stimmt. Na und? Asuna und ich haben in Akihabara ein anstrebendes Idol auf der Straße singen hören. Sie hatte Talent und war mit Leib und Seele Musikerin. Aber ihr wollte kein Mensch auch nur zuhören. Okay, wir wissen, wer es ist. Ihre Lautsprecher waren schlecht und ihre Songs noch nicht wirklich fertig. Alles war ganz einfach und konnte mit deinem gigantischen Konzert nicht mithalten. Aber sie gab wirklich alles. Sie liebte das Singen und das konnte ich ihr auch anmerken. Ich kann nur für mich selbst reden, aber ich würde lieber sie als dich unterstützen. Und Nummer 3? Nummer 3. Oh, das war ein Fehler. Es gibt keinen dritten Grund. Aha. Entschuldigt, Seven. Zum Ragi. Verstehe. Aber das war eine passende Kirito die Spielerantwort. Jetzt, wo ich das gehört habe, muss ich meine Einladung zurückziehen. Dir ist doch klar, was das bedeutet. Du hast meinem Fanclub und Shamrock den Krieg erklärt. Wenn wir euch nächstes Mal auf dem Schlachtfeld treffen, kommt es zum Showdown. Nur zu. Das scheint dich ja zu freuen. Na gut, ich bin enttäuscht, dass wir uns nicht einigen konnten, aber wenigstens haben wir darüber geredet. Das wird dann ja. Gehen wir, Sumeragi. Wir klären das bei unserem nächsten Wiedersehen, Kirito. Die Tür zum nächsten Teil des Dungeons steht euch offen. Ihr könnt jederzeit weitergehen. Puh, das war ja aufregend. Ich dachte schon, ihr würdet euch gleich hier im Shop duellieren. Entschuldigt, Leute, ich habe uns in eine sehr schwierige Lage gebracht. Was redest du da, Kirito? Ich bin viel mehr erleichtert. Du hast deine Antwort perfekt ausgedrückt. Ja, das ist unser Kirito. Ich bin ganz deiner Meinung. Ach, du sahst so cool aus, Kirito. Ich habe mich glatt noch einmal in dich verliebt. Okay, noch einmal. Yui, das, was Seven und ihre Leute vorhaben, ist doch nicht gefährlich, oder? Nein, solange sie nur analysieren und nicht eingreifen, verstoßen sie gegen keine Regeln. Verstehe. Ich werde das zur Sicherheit überprüfen. Nicht, dass jemand unser System hackt oder die Daten irgendwie verändert. Aber ich glaube, dass ihre Aktivitäten keine Gefahr darstellen. Ich fühle mich schon ein bisschen schuldig, dass ich Sevens Experiment störe. Aber dein Stolz als Spieler hat definitiv Vorrang, nicht wahr? Das ist typisch für meinen Bruder, aber diese Welt wurde schließlich geschaffen, damit wir darin spielen. Oh, jetzt bin ich richtig in Fahrt. Tja, es ist ein Versuch wert. Genau, wir werden nicht gegen Seven verlieren. Das sehe ich auch so. Die Chancen auf Erfolg sind nicht gerade gut, aber wir haben keine andere Wahl. Sag das nicht, Sinon. Wir versuchen uns hier aufzuputschen, damit wir gewinnen. Mir wurden die Augen geöffnet. Wichtig ist nur das Spielen mit Freunden. Idolschwärmerei ist Zeitverschwendung. Das stärkt unsere Moral. Rain, du bist noch dabei, oder? Ja. Ich sollte sicherheitshalber Kikuoka kontaktieren. Das ist der Typ von der Polizei, oder? Wer ist das? Okay, Kirito hat sich ausgelockt. Hallo, mein Name ist Katsuto Kirigaya. Ist da Mr. Kikuoka? Kikuoka? Hi, Kirito, ja, ich bin's. Was gibt's? Ich bin sehr froh, dass du anrufst. Macht dir ALO Spaß? Ich konnte in letzter Zeit kaum noch spielen, dabei muss ich mir das neue Gebiet noch ansehen. Können wir kurz reden? Ja, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Das neue Gebiet ist wirklich super. Und da wir nicht, wie im letzten Spiel, ständig um unser Leben fürchten müssen, können wir es viel besser genießen. Ja, voll lustig. Aber du rufst an, weil du über etwas Bestimmtes reden möchtest, richtig? Ich werde alles in deiner Macht Stehende tun, um dir zu helfen. Was brauchst du? Einige Leute planen, dieses Ding, das sie Cloud Brain nennen, in ALO einzuführen und...
Das klingt nicht nach einem Problem, aber einem Grund zur Besorgnis. Vermutlich hängt es von der Sichtweise ab. Aber es gibt Menschen, die die virtuelle Realität als Testgelände nutzen wollen. Das ist nichts so extrem wie das, was Kabaya gemacht hat. Aber dieses Kind ist trotzdem unerhört drauf. In letzter Zeit sehe ich Seven, Dr. Rainbow, nicht mehr als Kind an. Aha, das ist bestimmt vernünftig. Ich werde das sicherheitshalber als RCT weiterleiten. Vielleicht können Sie mit der Information was anfangen. Da wäre noch etwas. Ich würde gerne mehr über eine Spielerin wissen. Was genau? Sagen Sie Bescheid, wenn Sie den Namen der Spielerin sehen. Wenn nicht, dann vergessen Sie, dass ich es erwähnt habe. Wow, das ist aber sehr geheimnisvoll. Na los, sag ihn mir. Er lautet, lass mich raten, es ist Rain. Okay, wir sehen es nicht. Aber ich vermute mal, es ist Rain. Willkommen zurück, Mama, Papa, ihr alle. Wir sollten jetzt weiter den dunklen Dungeon erkunden. Okay, liebe Leute, das werden wir aber in der nächsten Episode wieder machen. Da geht es weiter in der dunklen Welt. Ich bin schon sehr gespannt, was auf uns zukommt. Ich hatte ja gedacht, dass das die letzte Welt ist, aber wie es scheint, geht es vielleicht sogar noch weiter. Mal schauen. Also, würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hier zu Sword Art Online. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.